war eingeladen, das ist eine schöne Sache, dass wir Bischöfe, junge, alte, katholisch, evangelisch, uns auf den Weg nach Jerusalem, nach Bethlehem machen. Das ist schon eine tolle Sache, ja? Muss man nicht viel diskutieren, man geht und weiß, welches Ziel man hat. Ich war einfach, als ich überlegte, wie könnten wir denn etwas Gemeinsames machen im Blick auf die Vorbereitung des Reformationsgedenkens, dann dachte ich mir, warum sollten wir nicht Katholiken, evangelische Bischöfe gemeinsam jetzt eine Pilgerreise ins Heilige Land machen, dorthin, wo Jesus gelebt hat, wo er das Evangelium verkündet hat und an den Orten, wo er gepredigt hat, all das Gemeinsame zu erleben, dass er unser gemeinsames Fundament ist. Und wo wir hier im Heiligen Land unterwegs sind, in Israel, Palästina, habe ich ganz stark diese Erfahrung, dass es ganz viel Gemeinsames gibt, dass es unendliche Aufgaben gibt, die wir zusammen zu wuppen haben. Und dass es aber wirklich auch die Hoffnung, denke ich, zu Recht besteht, dass wir das miteinander hinkriegen werden. Wir spüren gerade beim Abendmahl, bei der Eucharistie, dass wir nicht eins sind und dass wir auch noch einen Weg vor uns haben, um die Einheit der Christen zu finden. Aber wir müssen alles daran setzen, dass wir wirklich ganz eins sind, auch am Tisch des Herrn. Da sind noch einige Wege zu gehen, einige Hindernisse auch aus dem Weg zu räumen. Aber das muss unser Ziel sein und da dürfen wir auch nicht nachlassen. Danke, das war schön. Begriff der versöhnten Verschiedenheit ist ja in vielerlei Munde, aber hier wird es für mich sehr real. Denn wir werden sicherlich manche Verschiedenheiten im Amtsverständnis, im Abendmahlsverständnis, das wird sich nicht so einfach von heute auf morgen umbrechen lassen. Aber daran nicht nur jetzt untröstlich zu verstocken, wenn man so will, im Herzen, sondern es gerade im Gegenteil zu öffnen, das zeigt in dieser Pilgerreise, wie gut das möglich ist und wie ein so ein gemeinsamer Weg dann auch gemeinsam stärken kann, diese Herzensweite in die Welt zu tragen.